Erste Worte nach Leto und Traute x27 Semikolon ist Danse aus, das sagt Thomas Hermanns. Für ihn hat es sich ausgetanzt. Nach 9 Shows auf dem Letztanze-Parkett mussten Moderator Thomas Hermanns, 55, und Profitänzerin Regina Luca, 29, die Bühne räumen. Ihre Performance zu dem Hit Lovis in TR stach aufgrund der Dreherrumba mit Robert Beitsch, 26, eindeutig hervor. Die Zuschauer konnte der erste Männtanz der Showgeschichte allerdings trotzdem nicht zu einem Anruf bewegen. So geht das ausgeschiedene Team mit seinem Exit um. Kurz nach der folgenschweren Entscheidung gibt der nach wie vor strahlende Komiker im RTL-Exklusivinterview zu: Ich habe es schon ein bisschen kommen sehen, weil es ihres Mareike Stehens, 26, Comeback war. Trotzdem gönne er seiner Zitterkollegin ihren Triumph vollkommen, denn er selbst hätte mit seinem Auftritt nicht glücklicher sein können. Das war super. Ich muss wirklich sagen, ich war ganz stolz, die Mann-Mann-Rumba gemacht zu haben. Das war ja ein First hier, jubelt er. Jetzt freue sich der 55-Jährige vor allem auf die Terrasse und auf den Weißwein, den trinke ich mit. Auch bei der Blondine kann von Trauer kaum die Rede sein. Immerhin könne sie jetzt wieder mehr Zeit mit ihrem Baby verbringen und gemeinsam mit ihrem Kind ihren Liebsten, Barbara Meyers, 31, Tanzpartner Sergio Luca, 35, anfeuern.